Hallo ihr Lieben, ich bin Doc Caro und ich nehme euch mit in den Rettungsdienst und zeige euch alles, was interessant ist. Der Reanimationsbeatmungsmodus und der nennt sich CCSV. Für alle Scrabble-Spieler unter uns, das Ganze heißt Chest Compression Synchronized Ventilation. Es kommt darauf an, dass der Patient möglichst gut beatmet wird und auch wieder Kreislauf bekommt. Und das Ganze unterstützt den Kreislauf. Und wie, das erkläre ich euch gleich. So, was wir jetzt an dieser Stelle haben, ist eine Reanimationssituation, wo der Rettungsdienst eine bewusstlose Person, die keinen Kreislauf mehr hat, vorgefunden hat. Und das sind ja jetzt die Profis, die vor Ort sind und die beginnen jetzt leitliniengerecht mit den entsprechenden Maßnahmen. Das heißt, es wird erstmal der Kreislauf überprüft. Die Sabrina hat eben geschaut, ob Kammerflimmern vorliegt oder eine Asystolie, also eine Lullinie. Dementsprechend müsste man schocken oder nicht. Und beginnt jetzt dann oder hat direkt mit der Reanimation begonnen. Das heißt, sieht man ja da auf der Mitte des Brustkorbs, Höhe der Brustwarzen, 5 bis 6 cm tief, kräftig den Brustkorb eindrücken. Das Ganze mit 120 Mal pro Minute. Wir Profis, wir machen das ja schon, bevor der Notarzt, ich bin ja jetzt noch gar nicht da, bevor der Notarzt vor Ort ist, dass wir quasi im 30:2 Rhythmus, also 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Was dieses Beatmungsgerät kann, ist, es hat so einen automatischen CPR-Modus. Das heißt, die Sabrina drückt 30 Mal kräftig den Brustkorb ein. Und dann gibt der Matthias 2 Mal einen Atemhub. Genau, 30. Und dann passiert Folgendes. Und dann gibt das Gerät vorgegebene 500 Milliliter 2 Mal hintereinander als Atemzug rein. Also was der Matthias macht mit der Hand, ist gerade einen doppelten C-Griff, nennt man das. Das heißt, er drückt beide Hände in C-Form die Maske kräftig beim überstreckten Kopf auf den Patienten. Und dann kann das Gerät dementsprechend, sieht man hier, den Atemhub zufügen. Und du drückst da auf den Knopf und das ist dann alles ganz automatisch. Denn im Gegensatz dazu, wenn jetzt Doc Caro zum Beispiel vor Ort ist, ist der Patient ja intubiert, da kommen wir gleich drauf, ist das jetzt etwas, was die Kollegen weiterführen, bis ich quasi als Notärztin am Einsatzort eintreffe. Okay, so, also ich als Notärztin bin jetzt an der Einsatzstelle. Das heißt, der Patient ist intubiert und jetzt gilt nicht mehr die 30:2 Regel, also 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Jetzt ist der Atemweg gesichert, das heißt, jetzt wird durchgedrückt. Natürlich immer dementsprechend mit Rhythmuskontrollen, aber jetzt drückt die Sabrina durch. Ja. Im Normalfall ist es ja so, wir haben ein Beatmungsgerät und wir haben einen gewissen Beatmungsmodus, der ein gewisses Volumen mit einem gewissen Druck in den Patienten drückt. Was wir jetzt sehen ist, die Sabrina drückt natürlich auf den Brustkorb, es entsteht ein Druck im Brustkorb und somit arbeitet die Sabrina eigentlich gegen das Beatmungsgerät. Also Sabrina, was macht das Ding die ganze Zeit? Oh, es piepst, es stresst, es nervt und ich möchte einfach nur wegdrücken. Okay, genau. Also es ist einfach ein Daueralarm und der stresst total. Und nicht nur, dass der Daueralarm stresst, sondern es geht auch irgendwie so gut wie kaum Beatmungsluft in den Patienten rein. Der Unterschied hierzu ist, es gibt einen besonderen Reanimationsbeatmungsmodus und der nennt sich CCSV. Das Ganze heißt Chest Compression Synchronized Ventilation, also eine synchronisierte Beatmung auf dem Brustkorb. Und wir sehen, jetzt ist das Ganze umgesprungen auf dem Monitor. Zum einen zeigt er jetzt gleich mal an, dass wir im grünen Bereich sind. Also Sabrina ist jetzt gerade voll im grünen Bereich mit der Drucktiefe und auch mit der Frequenz. Und jedes Mal, wenn die Sabrina drückt, gibt das Gerät quasi entgegen dem Druck ein gewisses Volumen in den Patienten rein. Und Sabrina, was hören wir? Oh, es ist still, herrlich. Also erstmal hören wir nichts, aber darauf kommt es natürlich nicht an. Es kommt darauf an, dass der Patient möglichst gut beatmet wird und auch wieder Kreislauf bekommt. Und das Ganze unterstützt den Kreislauf. Und wie, das erkläre ich euch gleich. Was macht eigentlich CCSV und warum bin ich ein riesen CCSV-Fan? CCSV, also quasi die Beatmung, die synchronisiert ist mit dem Druck auf dem Brustkorb, ist dafür da, dass jedes Mal, wenn wir drücken, wieder Luft durch das Gerät, durch das Beatmungsgerät in den Brustkorb gepumpt wird. Das fördert, dass mehr Volumen aus dem Herzen ausgeworfen werden kann und der Patient einen besseren Blutdruck bekommt.
Wir sehen hier jetzt den Simulationsmodus. Wir haben jetzt hier weder eine Puppe noch einen Menschen, Gott sei Dank, angeschlossen, sondern wir sehen den Simulationsmodus von dem Gerät. Und dort sehen wir, dass dieses Gerät verschiedene Dinge tut. Zeigt mir jedes Mal an, dass, wenn ich drücke, ein gewisser Atemhub in den Patienten reingeht. Und ich aus eigener Erfahrung, wir arbeiten mit dem Gerät auch bei uns im Schockraum unter Reanimation. Und wir haben natürlich in der Klinik eine ganz andere Ausstattung, ein ganz anderes Monitoring der Patienten. Also bei uns bekommt ja jeder Patient sofort eine Arterie gelegt. Das ist also eine invasive Blutdruckmessung. Das ist hier, wo man den Puls fühlt. Da legen wir einen kleinen Zugang rein und dann können wir direkt den Blutdruck ableiten. Und wenn man das Ganze macht, also wenn man den Patienten unter Reanimation mit dem CCSV-Modus beatmet, dann haben wir ganz oft das Phänomen gehabt, dass wir, sobald wir den Patienten damit beatmen, eine vernünftige Druckkurve nachweisen können. Das heißt, der Patient hat so viel Blutdruck und man hat so entsprechend einen Druck, dass wir eine vernünftige, das nennen wir jetzt, Achtung, fachchinesisch, Gewebeperfusion, also sprich, genug Sauerstoff kommt im Gewebe an, da wir einen vernünftigen Blutdruck generieren. Und es ist ja auch ein Gerät, was hauptsächlich im Rettungsdienst verwendet wird, nämlich genau aus dem Grund. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu CCSV, dann dürft ihr mich gerne anschreiben. Ich werde euch da auch noch was drunter verlinken und drunter schreiben. Ich bin ein Riesenfan. Ich hoffe natürlich, dass ich das tatsächlich in der Klinik und in der Präklinik nicht anwenden muss, denn mir liegt es ja am Herzen, dass die Patienten nicht reanimationsfähig werden. Und wenn doch, dann komme ich mit dem CCSV. Dann schauen wir mal. So, ihr Lieben, und wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei Weinmann bedanken und natürlich beim DRK Mülheim, dass sie ermöglicht haben, dass wir hier gedreht haben. Dann schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein und folgt mir auf Instagram unter Docaro Holzner oder Facebook Docaro oder natürlich bei YouTube, abonniert mich bei Docaro und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.